Was machen normale Leute am Sonntag? In die Kirche gehen, schönes Lunch essen. Was mache ich? Ich gehe auf ein Penisfestival. Hey Freunde, aufgehen Sonne und willkommen zum neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Ja, ich bin hier heute in Kawasaki, eine Nachbarstadt von Tokio. Bin hier am Kawasaki Daishi Station, am Bahnhof. Und hier in der Nähe gibt es heute ein ganz spezielles Event. Und zwar das Kanamada Fest, das Kanamada Matsuri. Auch besser bekannt unter dem Beinamen das Penis Festival. Und ich werde mir das Fest heute mal ein bisschen genauer vorknüpfen. Also ich werde hier die Sachen testen, die es zu essen gibt. Mir das Ganze mal ein bisschen genauer angucken, mit ein paar Leuten reden. Ich bin mal sehr gespannt, was mich hier heute erwartet. Also viel Spaß mit diesem Video auf dem Penisfest in Japan. Ja, zum Highlight, zur Parade geht's gleich. Jetzt gucke ich mir auch erstmal an, was hier so los ist allgemein, wie die ganze Festanlage hier so aufgebaut ist. Let's go! Also was mir hier richtig erstmal auffällt, ist, dass richtig viele Touristen hier sind, richtig viele Ausländer. Aber es scheint echt sehr beliebt zu sein und ja, also mehr Ausländer als Japaner gefühlt und wahrscheinlich auch als Fakt. Da vorne steht schon der erste Penis, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Kanamada-Fest findet jedes Jahr rund um den Kanayama-Schrein in Kawasaki statt. Highlight ist definitiv die Parade mit den tragbaren Phallus-Schreien, die Mikoshi genannt werden. Doch wie in aller Welt kommt man auf die Idee, ein Penisfest zu veranstalten? Denkt ihr euch wahrscheinlich? Die Frage habe ich mir auch gestellt, sodass wir gemeinsam im Laufe des Videos der Antwort ein Stück näher kommen werden. So krasse Anstellreihe, heftig. Guck mal, Leute. So eine lange Anstellreihe, es ist heftig. Sowas habe ich in der Form in Japan auch noch nicht so erlebt vor einem Fest. So, jetzt endlich angekommen an der Anstellreihe. Das ist Wahnsinn. Ich habe lange nicht mehr so eine lange Anstellreihe gesehen, vielleicht noch nie. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir warten müssen und ob wir es überhaupt zur Parade schaffen. Aber wir werden das Beste aus der Zeit machen. Ich werde vielleicht ein paar Leuten hier schon mal in der Anstellreihe reden und fragen, warum die hier sind. Okay, so I'm here with Becky. Tedu. Tedu? Mm-hmm. Japanese name? Yes, Japanese name. Ah, so you're half or? Half Japanese, half Canadian. Oh. Yes. Yeah, Ethan. Ethan. Yes. Yeah, how did you know about this festival? I've known about it for, I think, a few years. Found about it through Instagram. Oh, okay. And then couldn't go in 2020 because of COVID. Mm-hmm. So finally back in Japan. And now could come, but it's so busy. It's so busy. Also, weiter geht's hier mit internationalen Leuten. Ich bin heute hier mit Elena, hi. Elena, woher kommst du? Aus Deutschland. Richtung, wo genau? Richtung München. Ah, okay. Da so die Area. Ja. Warum bist du heute hier? Das ist meine Frage heute. Auf dem Festival oder in Japan allgemein? Auf dem Festival. Auf dem Festival, ja, ich wollte es unbedingt sehen, aber ich wollte halt auch so die Geschichte dahinter ein bisschen mehr verstehen. Also mir geht es jetzt nicht nur darum, Penisfestival, ja. Sondern ja, das Drumherum. Was ist so die Geschichte? Also, ich weiß zum Beispiel, dass der pinke Phallus, die Elizabeth, dass sie gespendet wurde, was ich mega nice finde. Hätte ich auch nicht so erwartet von der Geschichte her, was hier so dahinter steckt. Und dass auch ein großer Teil von dem Geld auch für HIV-Forschung und so weiter verwendet wird. Mega. Also, ja. Das ist auf jeden Fall eine nice Sache. Ja, ich habe gehört, du machst auch YouTube. Was machst du da so? Wo ist dein Kanal? Also mein Kanal heißt Illustration. Dankeschön fürs Shoutout. Schau mal gern vorbei. Genau, also ich mache ganz viel Art-Stuff, also ganz viel Zeichnen und Travel, also Reisen. Und Japan ist ganz groß mit dabei. So als Abschluss so ein bisschen, ne? Also manche Männer strugglen ja, man sieht hier die Phallus so groß, manche Männer sind vielleicht nicht so gut bestückt. Ist das schlimm? Was ist so dein Take dazu? Worauf kommt es an? Ob es schlimm ist? Was ist so deine Meinung? Ich schätze, dass bei Männern und Frauen, da gibt es doch irgendwie, bei Frauen sind es die Brüste, bei Männern ist es irgendwie der Phallus, also nee, alles gut. Okay. Worauf kommt es so an? Also Knowledge.
in diesem Sinne machen wir weiter. I'm here with. I'm Maxim. Where are you from? Switzerland. Ah, okay. German speaking? The French part. Ah, French part. Okay. Why are you here today? To see some okay. Me too. Yeah. What are your impressions? A lot of people with in their mouth. Me included. Yeah. Okay. Looks like a mushroom more than a I think, but yeah. So, ihr merkt, ne, wie viele Leute hier am Start sind. Aber was ich sagen muss, Japan bereitet sich auf solche Events immer relativ gut vor. Ihr seht das ganze Aufgebot hier an Polizisten, an Security-Leuten oder die Leuten, die das regeln. Und den Umständen entsprechend wird das ganz gut gemacht. Aber Japan, Organisationsweltmeister auf jeden Fall. Noch eine Legende für dieses Fest erzählen, beziehungsweise über den Schrein hier. Und zwar, es gibt die Legende, dass es irgendwie eine Frau gab, da hat sich ein Dämon in sie verliebt und ist in ihren Unterleib gegangen, hat dort gelebt und war eifersüchtig auf den Mann der Frau und hat dann, ich sag mal so, die Gliedmaßen des Mannes abgebissen, also der Dämon in der Frau. Die sollte damit gerettet worden sein, indem ein Metallmacher oder der so einen Metallpenis gemacht hat. Und der Dämon dann aus Versehen in den reingebissen hat und dadurch dann gestorben ist. So eine Legende soll es geben. Hört sich auf jeden Fall echt crazy an, aber ja, das habe ich irgendwie gelesen. Und also der Schrein soll auch den Göttern der Metallverarbeitung gewidmet sein. So Leute, gleich geht hier die Parade wieder los. Hier dieser tragbare Schrein, der Mikoshi, wird gleich wieder rumgetragen und geht wahrscheinlich den ganzen Weg wieder zurück zum Kanayama-Schrein. Ich würde sagen, wir begleiten das Ganze mal. Let's go! Doch bevor ihr jetzt denkt, dass Feste in Japan so komisch sind, sei erwähnt, dass das Kanamada-Fest unter Japanern gar nicht mal so beliebt ist, sondern, wie ihr merkt, mehr von Ausländern besucht wird. In Japan werden die traditionellen Feste Matsuri genannt und auch wenn das Fest zwar mit dem Umzug der tragbaren Schreine, dem Streetfood und der Musik Elemente eines klassischen japanischen Festes aufweist, ist es kein Vergleich zu den beliebtesten Festen wie dem Nebita-Matsuri in Aomori oder dem Yamakasa-Matsuri in Fukuoka, das hauptsächlich auch von lokalen Leuten besucht wird und einen wohl viel originelleren Flair bieten. Aber warum sind vergleichsweise so wenig Japaner und so viele Ausländer auf diesem Penisfest? Stano Namae, oshiete moratte iisuka? Okay, my name? Yeah. Yuhi. 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 J desu. J. 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 Kyou wa nan yatte masu ka, koko de? Comedian. I'm comedian. Oh. We are comedian. Ma demo, osai sen gakari yatte mashite, okane wo muratte omamori wo watasu tteiu no kyou yatte masu ne, futari de. お守りは何のためのお守りですか？あれやっぱこう男女がこうセックスすることによって、うん、こう何にも障害が起きないようにこの性病よけ性病よけなど性病よけで、はい、何回でも満足してセックスできるように、はいはいはい、私たちがお守りを。じゃあ僕も買いたいです。ああぜひあとでまたやるので後でまたやるのでぜひ来てくれたらもうこれから一生セックスでなんか問題は起きません。見てますか外国の方？見てますね。見てますか？日本の性病は僕たちが守ってます。ドイツ人に言いたいことは言いますか最後になんかドイツ人、はい、ドイツ人は本当にビール強い。今日ここに来た理由は何ですか？今日はこのパーティーのために来ました。お祭り。なんかあんまり日本人いないですね。外国人に比べたら、それなんでだと思いますか？あんまり有名じゃないですか？日本ではこの祭りは。あんまり有名じゃない。多分海外の人の方がこうなんかこのウィアーなお祭り、うん、多分有名だと思う。恥ずかしいから行きたくないとか。いや、そういうのはないと思う。うん、ただ知られてないだけだね。そこまでジャパニーズはコンサバティブだね。この祭りのバックグラウンドしてますか？うん、来る前ちょっと調べたから見たね。そう、昔なんかあって。なるほど。そう、このお祭りの歴史あんまりよくわからないけど長い。ああ長いです、うん、エイズが流行った頃、エイズの、ま、守り神とは。あ、はい、エイズ、はいはいはい。本当は、ね、違うの。本当は現地の赤さんが生まれるようにというような意味の本当は神様だと。でいろいろ流れでエイズとかこのコロナとか拝みが違ったわけよ。ああ、な
本人が外国人に比べて少ない理由は何でだと思いますか？興味ある人と興味ない人、その違いね。で、外人さんはこういうお祭りっていうのはすげえ興味があるみたい。そうですね、はい、日本の方は意外と大したことないと、はっきり言ってね。なんかドイツ人に言いたいことはありますか？暇があったらドイツ行きます。おドイツいいですね。Jetzt wird sich mal eine Banane der speziellen Art gegönnt. So, wir haben jetzt hier die Banane, die für 300 Yen. Da gönnen wir uns jetzt mal. Mm. Aber ja, geschmacklich kann es auf jeden Fall was. Ist ein bisschen Erdbeergeschmack, diese Glasur. Also es ist echt mega interessant. Ich komme mir vor wie im falschen Film so ein bisschen, wie hier einfach Leute mit dem Lolli rumlaufen, dran lecken, Riesenpenis da, und es ist einfach crazy. Also sowas in der Art habe ich wirklich noch nie gesehen. Krasses Erlebnis. Ja, ich stehe jetzt hier wieder vorm Bahnhof, wo ich angefangen habe. Und das war es dann auch damit vom Kanamada Matsuri, vom Kanamada Fest hier in Kawasaki in Japan. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, war sehr interessant. So eine Experience hatte ich auch noch nie, so viele Phallus-Symbole, sag ich mal so. Es war jetzt nicht mega traditionell in dem Sinne, dass es auch sehr touristisch war, sehr viele Touristen und auch ein bisschen auf Touristen vielleicht mittlerweile auch ausgelegt, dass viele vielleicht gar nicht die eigentliche Bedeutung davon wussten. Aber hier mal gewesen zu sein, war echt cool, war funny, ich musste viel lachen und hatte eine gute Zeit. Und ja, falls ihr in Japan seid, könnt ihr es gerne mal auschecken. Es gibt auch noch mal schönere, traditionellere Feste in Japan. Das sollte man auch nicht vergessen. Nicht jeder Japaner steht auf Penisfeste. In dem Sinne, vielen Dank fürs Schauen. Lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut und Penis Peace. angebetet werden sein. Mein Deutsch ist jetzt auch nicht mehr richtig. Bananen mag ich auch gerne. Also Bananen als Essen natürlich. Sonst eher so Melonen finde ich dann schon eher besser, so ne, privat. Aber ja, ab und zu darf es auch mal eine Banane sein. Gehen wir noch übers Essen auf? Meiner ist kleiner.